Willkommen zurück zu Super Mario World. Im letzten Part sind wir durch Time-Up gestorben. Deswegen bin ich offscreen nochmal in die Top-Secret-Area gegangen, hab mir da zwei Federn geholt und hab nochmal genau bis an diese Stelle gespielt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir das Level mal zu Ende. Yeah. Hier befindet sich nämlich ein weiterer Top-Secret-Exit, der uns zu einem sehr wichtigen... Schalterpalast bringt. Hier, dem letzten Schalterpalast, dem blauen. Ja, yeah, und dann würde ich sagen, machen wir den mal kurz, ganz spontan. Ja, hier können wir damit die Gegner in Münzen verwandeln, die wir jetzt einsammeln können. Und hätten wir alle eingesammelt, hätten wir dadurch ein extra Leben bekommen, aber die Mühe mache ich mir nicht. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir mal recht schnell den blauen Schalterpalast. Nicht fliegen, Mario. Yeah. So, der blaue hat genau wie die roten keine Items drin, was eigentlich sehr sinnlos ist, weil in meiner Erinnerung aus meiner Kindheit war ich mir wirklich sicher, dass der blaue Feuerblumen gibt, aber ja, LP Markus hat da was anderes gesagt und dem vertraue ich mehr als meine siebhaften Kindheitserinnerungen. Yeah. So, wir müssen aber nochmal Forest of Illusion 2 regulär abschließen. Und wie ich mein Skill kenne, wird das den Rest des Parts beanspruchen. Yeah. Ich bin Profi. Ich habe das Spiel immerhin mit der Muttermilch aufgesogen. Und deswegen müsst ihr mir vertrauen, das heißt, ich bin gut. Hust, hust, ja. So. Jetzt binden wir hier erstmal die Cheep Cheeps weg. Ja. Und jetzt geht's hier nach oben. So, du kommst weg. Junge, ich wollte dich eigentlich töten, aber du hast dich als ehrenwerter Krieger herausgestellt. So, jetzt verkriechen wir uns mal hier in die Ecke. Nein, wir werden mit dem Strom schwimmen. So, und nimm dir das, Mario. Und da geht er down. So, hier sind wieder ein paar Cheep-Cheeps, die uns gefährlich werden könnten, konjunktiv. Aber mit der Wirbelattacke sind die keine Herausforderung für Mario. Mario Lix. Ja. Wer diesen Witz nicht versteht, der sollte den letzten Part angucken, weil da haben wir über ein kommendes Projekt geredet. Und der blaue Bastard wieder. Ja, komm her, blauer Bastard. Komm her. Komm her. Stirb. Richtig. So. Blau ist tot, Junge! So, jetzt warten wir wieder, bis die hier vorbei sind, damit wir hier mal kurz durchhuschen können. Und Mario, schwimm, 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 Wirbel, schwimm, 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 schwimm. So, hier durch. Ich will nämlich nicht noch ein Time-Up hier erleiden. Ja, das ist mir bis jetzt auch sehr selten erst passiert in meinem Leben, dass ich an Time-Up gestorben bin. Wenn ich mal gestorben bin, ja, was als kleines Kind so oft war, dann daran, dass ich nicht springen konnte, weil ich halt ein kleines Kind war. Und da sind wir down, da gehen wir down, aber hey, wir sammeln gleich die Feuerblume ein. So, mit der Unverwundbarkeit jetzt hier durch. Das sind sehr viele blaue Bastarde. Und ein Chuck. Aber Mario ist schneller als die blauen Bastarde. Und die werden alle in Münzen aufgelöst und wir kriegen 19 Punkte. Yeah. Woo. Aha, Mario rockt. So, weiter geht's in Forest of Illusion 3. Aber ich würde sagen, ich werde mich vorher nochmal ausrüsten. Und ja, da nehme ich euch dann erstmal ein bisschen mit, denn... Ich wollte noch so ein paar Sachen labern, so ein bisschen, ne? So, ich produziere ja sehr viel im ich produziere ja sehr viel voraus. Also wie bereits gesagt, South Park endete ja am zweiten Weihnachtstag. Und mit dem Aufnehmen war ich fertig, Ende November bereits. Und dann habe ich Anfang Dezember angefangen mit Mario World und das fing ja direkt nach South Park an. Und jetzt müssten wir ungefähr Neujahr haben.
Also wenn das Video kommt, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den 27.12. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, jetzt werde ich wieder öfters spielen, weil das dem Skill, glaube ich, sehr gut kommt. Denn einmal die Woche aufnehmen, na, das war nicht sehr optimal von mir gewählt. Also ich nehme jetzt auch gerade den zweiten Part in Folge auf. Und ja, dann werde ich morgen vielleicht noch ein, zwei Parts aufnehmen und ja. Des Weiteren weiß ich schon genau, welches Let's Play nach Mario World kommt. Ist ein etwas kürzeres Let's Play, das hätte ich jetzt eigentlich theoretisch jetzt schon am Stück komplett aufnehmen können. Denn ich kenne das Spiel relativ gut, also ich habe das schon ein, zwei Mal durchgespielt in meinem Leben. Und ich werde ungefähr 1,5 Stunden dafür brauchen, je nach Skill oder Fail. Also mit viel Fails dann 1,5 Stunden, mit viel Skill eine Stunde knapp. Aber ich würde sagen, ich warte erstmal, bis ich bei Mario World erst in der letzten Welt bin, bevor ich damit dann anfange, das aufzunehmen. Und ja, jetzt geht's erstmal weiter im Forest of Illusion. Oh, Blasen mit Bob-Oms drin. Yeah. Und Galumbas. Komm her, Yoshi. Ich bereue gerade, dass ich keine zweite Feder genommen habe. So, hier geht's durch. Nein. Fail. So, Yoshi kann Bomben einfach schlucken. Komm her. Ich kann schwören. Nee. Wäre ein guter Ort für eine Ranke gewesen, aber da war keine drinne. Wir brauchen das Trampolin. So, Yoshi, nimm das Trampolin, spuck es in die Ecke, spring drauf und flieg. Ja, sehr knapp geflogen. So, den fressen wir. Ranke, nein. Ranke, nein. Fressen. Ne. Ranke, nein. Schade. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Halbzeitflagge. So, fressen. Nein, keine Ranke. Denn das ist, glaube ich, eins der Level, wo man den Exit finden muss, damit es weitergeht auf der Overworld. Da bin ich mir aber gerade nicht zu 100% sicher. Also fressen wir lieber nochmal eine Bombe. Und ja. Habe ich meinen Yoshi jetzt ganz dumm verloren. Oh, vorsichtig. So, bam, weg da. So, jetzt. Komm, wir haben die Zeit. Wir haben die Zeit. So, hier ist aber, glaube ich, eine Ranke drin. Aber ohne Yoshis Hilfe kommen wir nicht überall ran. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal hier weiter. So, hier rüber. Ein Chuck, der das, Jutsu der Schatten-Wichser kann und wir sind gestorben. Yeah. So, nochmal in das Level. Wir haben ja zuletzt bei der Halbzeitflagge aufgehört. Ich hätte den Pilz gebrauchen können. Aber wir versuchen mal unser Glück auch ohne Pilz. Das war blöd. Das war wirklich, wirklich blöd. So, diesmal nehmen wir aber den Pilz mit, denn wie gesagt, den können wir halt gebrauchen. Nein, nicht in den Galumba reinrennen. So, weiter geht's, Mario. So, Yoshi-Korn eingesammelt. Oh, meine Leben werden langsam auch ein bisschen... Junge! Willst du mich verarschen, Blase? Willst du mich verarschen? Willst du mich ficken? Da wären wir auch wieder beim Thema. Ich fluch bei Mario-Spielen mehr als bei South Park. Das ist auch so eine komische Angewohnheit nur von mir. Immer bei diesen selben verfickten Bob-Omb. Fick dich. So, noch ein Versuch. Oh, komm.
Junge. So, jetzt warten wir, bis er hier rauskommt. Komm, fick dich. Das kann doch nicht wahr sein, Junge. So, ich werde mich jetzt erstmal ausrüsten gehen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Umso weiter wir im Spiel voranschreiten, umso länger wird der Weg in die Top Secret Area. Ja. Yeah. So, wir haben noch 11 Leben. Das wird langsam knapp. Ich glaube, ich sollte langsam mal euch im nächsten Part einen kleinen Trick zeigen, wie man an Leben gelangen kann mit der Top Secret Area. Und wir haben unsere zweite Feder quasi verschenkt. Yeah, geil. So. Yoshi, komm. Friss die verfickte Bombe, die mich so oft getötet hat. Ja, Rache. Rache ist süß. So, das war knapp gerade noch so gerettet, dank der Feder. Weißt du was? Fick dich ins Knie. Hier ist noch nicht mal ein Item drinne. Junge, ich komme auch hier nirgendwo ran. Ach, ja, ich hasse dieses Level. Das Chuck, der Schattendoppelgänger. Yeah, Chuck hat sehr viele Schattendoppelgänger. Er ist quasi Chakruto. Echt jetzt? So, du gehst dahin, ich da. So, hier habe ich einen Freund für dich. Hier, stirbt. Ich komme hier einfach nicht hoch. Bin ich deppert? So. Und hier befindet sich das Ziel. Und rein, da eher noch ein paar Punkte abgestaubt, damit wir hier erstmal schön ein paar Punkte kriegen, damit wir eventuell das Bonus-Level machen können. So, jetzt gucken wir erstmal, wo der Weg uns hinführt. Ja, der führt uns einmal nach... im Kreis. Hier. Jetzt kommen wir ins Forest Ghost House. Und ja. Wenn wir hier den Secret Exit finden, führt er uns irgendwo anders hin. Aber ich weiß gerade nicht, wo der ist. Deswegen werde ich erstmal nachgucken. Und dann sage ich mal, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.